Der Sternenhimmel auf einem Stein. Ja, das ist so schön. Ja, wir waren spazieren und haben etwas gefunden. Und zwar das hier. Das äußerlich sieht es unscheinbar aus von weitem, aber man ganz genau sucht und guckt, dann findet man tatsächlich bei uns solche kleinen Kristallsteinchen. Das wird voraussichtlich Quarz sein. Ja, haben wir Glück gehabt. Einfach so mal spazieren gehen, dann leuchtet da etwas auf dem Acker und zack, bumm, guck mal. Hast du den Sternenhimmel eingefangen auf einem Stein? Ist das nicht schön? So, das nochmal ganz kurz gezeigt. Worum es jetzt als erstes heute geht, ist das Moor. Vor kurzem haben wir es gemeinsam gegossen. Der Teich ist jetzt wieder leer. Das heißt, wir werden heute wieder gießen und das Ganze nachher dann nochmal messen. Die Werte habe ich ungefähr noch jetzt vom letzten Mal, damit ich das ja etwas besser hinbekomme, wie viel wir hier düngen können oder nicht. Wir lagen, glaube ich, bei 70 Mikrosiemens etwa. Das Ganze hat sich gut entwickelt bis dahin. So, langsam gießen, nicht, dass mir irgendwo überläuft. Den Teich machen wir dann richtig schön voll, beziehungsweise das ganze Moor in dem Sinne. Jetzt muss ich aufpassen, hier hinten läuft mir wahrscheinlich gleich über. Im Moment geht es noch. So, Teich füllt sich auch schon ganz gut. pH-Wert war auch okay, war unter 6, ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, war 5,6 oder 5,4, irgendwie so weit um den Dreh. Das Osmosewasser hat einen pH-Wert von 6,8 etwa. So, müsste gleich eigentlich schon reichen. Und dann werden wir das nachher nochmal nachmessen, inwieweit sich das Wasser, beziehungsweise die Werte im Wasser jetzt direkt verändern. In kürzester Zeit. Ja, kleinen Schluck noch. Ja, muss gucken, dass es nicht überläuft hier. Ne? Das haben wir hier. Sieht man, ups, jetzt ist mir ein kleiner Schluck übergelaufen gerade. Ich denke, man kann es hier erkennen. Also das ist jetzt ausreichend. Das Moor ist wieder voll gefüllt in dem Sinne. Und dann gucken wir gleich mal, was wir hier für Werte haben. Das Moor, das Mystische. Ja, das ist so wunderschön. Hier kann man jetzt wahrscheinlich auch schon den Teich erkennen. Hier. Wasser ist jetzt ausreichend erstmal drin wieder. Ich gucke gleich mal, wann ich den letzten Film hiervon gemacht habe, dass wir das mal festhalten, wie lange das jetzt gedauert hat, bis das Ganze sich dann dementsprechend wieder abgesenkt hat. Es war noch feucht unten drin, aber wie gesagt, kein direktes Wasser mehr in dem Sinne. Hier die Drosera spatulata, die wachsen nach wie vor verhalten, recht langsam, aber es gibt sie tatsächlich noch. Die hat mir damals hier ausgesät, wer sich noch daran erinnert. Ja, also das Moor ist ein mega cooles Projekt, kann ich euch sagen. Und jetzt gehen wir das Ganze etwas gezielter an, wie gesagt, um nachzumessen, inwieweit sich der pH-Wert verändert und auch die Nährstoffe in dem Sinne verbraucht werden hier. Denn das ist doch auch wichtig zu wissen, denn das Moor kann sich ja nicht selbstständig düngen durch die Natur, ist nun mal so gegeben. So, ganz kurz hier das Fettkraut gezeigt. Es entwickelt sich momentan mega gut hier in der Vulkatec-Erde. Wobei wir ja wissen, dass die meisten Wurzeln oberflächlich auf dem Substrat aufliegen und nicht direkt ins Substrat einwachsen. Aber das war auch bei den anderen Erden bisher so gewesen bei uns. Nun ja, dann würde ich sagen, werden wir heute mal einen Versuch starten und eine Drosera mal in die Vulkatec-Erde pflanzen oder so. Mal gucken, genau weiß ich noch nicht. Irgendwie was auf jeden Fall in der Richtung werde ich heute machen, damit wir da auch ein bisschen weiter kommen. Denn die mineralischen Substrate haben alle einen hohen pH-Wert über 7. 7,5, 7,6, 7,4, je nachdem, welches Substrat das auch ist, mineralisch wohlgemerkt. Darum geht es ja eigentlich, dass wir das mal hinbekommen. Ja, ich würde sagen, nicht wahr, tun und machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. Ich würde sagen, wir gehen es jetzt einfach an, ohne jetzt noch lange hier nachzudenken und so weiter und so fort. Von daher werden wir gleich gemeinsam ein neues Experiment starten. Oh Mann, stiften einfach mal ein bisschen Chaos hier. Ich wollte eigentlich was ganz anderes filmen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute geht es etwas um fleischfressende Pflanzen. Wir werden das Thema etwas wieder angehen. Ich habe nicht so ein ganz glückliches Händchen dafür. Sie überleben bei mir, aber ja, ich habe es noch nicht so richtig drauf. Was soll's? Wir wollen ja lernen, tun und machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. Bei manchen Pflanzen ist das so. Wir haben hier Brachychiton, unseren Glücksbaum. Einmal hier in der Hydroponik. Wir sehen jetzt, er geht jetzt vom Babystadium. Stadium, ja, über zum ja, Jugendlichen. Er bekommt andere Blätter, wie wir hier oben sehen. Funktioniert wunderbar. Das ist so genial, muss ich immer wieder mal sagen. Es ist sowas von cool. Pass mal auf, guck dir das mal an.
Ja, ne? Das ist so cool. Ich habe das Wasser bis jetzt noch nie gewechselt, auch nicht aufgefüllt oder dergleichen. Das Schätzchen ist nach wie vor wunderschön. Hier bilden sich auch keine Algen drin. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum. Das ist auch ein heller Becher, da kommt da Licht durch. Ja, hier kommt Licht durch. Bei dem Brachychiton hat sich herausgestellt, er mag es nicht so hell zu stehen. Er steht also ganz am Rande von der Zusatzbeleuchtung, eher im Schatten. Also kommt so ein bisschen Licht, aber keine direkte Einstrahlung in dem Sinne. Und das gefällt ihm tatsächlich wesentlich besser. So, ein Brachychiton hat man dann in die Erde gepflanzt. Ja, tut sich nichts, wächst nicht, nichts dergleichen. Sind beide gleich alt. Hier kann man es auch ablesen. Ich kann es jetzt gerade nicht so. Das ist also, ja. 8.1., 9.1., 17.1., 4.5. Okay, ja, was auch immer das zu bedeuten hat. Das heißt wahrscheinlich 8.1. war das Vorquellen. 9.1. haben wir dann eingepflanzt. Am 17.1. sind sie gekeimt, also relativ schnell. Und am 4.5. haben wir sie umgepflanzt. So, ja, so sieht das Schätzchen jetzt aus. Ist eine mega coole Sache. Aber wie gesagt, das nur ganz kurz am Rande gezeigt. Und dann wurde ich gebeten, nochmal die Grünlilie zu zeigen. So schaut sie aus. Sie ist wunderschön gewachsen. Auch die bekommt kein Zusatzlicht, die steht bei uns am hellen Fenster hier im Raum und dementsprechend ist das also vollkommen ausreichend für diese Pflanzen. So, das ganz kurz mitgenommen am Rande und da würde ich sagen, ja, was pflanze ich jetzt da rein? Ich habe noch Sämlinge vom letzten Jahr, die stehen draußen noch, aber die sind auch so gut wie gar nicht gewachsen, obwohl sie draußen stehen. Sie konnten also auch Fliegen fangen und hast du nicht gesehen, tralala. Die hole ich mir jetzt aber nicht ins Haus hinein, weil ich schon gesehen habe, dass da auch Trauermücken dran waren an den Klebefallen. Und das ist mir einfach zu riskant, denn ich möchte mir keine Anzucht von Trauermücken mehr antun. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht so richtig läuft. Wir müssten einfach hier mehr Viehzeug drin haben, aber nee, möchte ich nicht. Von daher versuchen wir einen Weg zu finden, irgendwie das Ganze in Gange zu bringen, ohne groß Tamtam. Von daher werden wir heute diese hier herausnehmen. Das müsste. Genau weiß ich es jetzt gerade nicht. Ich muss gleich mal gucken, wo ich das hingeschrieben habe. Auf jeden Fall ist es ein Sonnentau. Lebt, ist nicht viel gewachsen, aber nun ja, letztes Jahr haben sie geblüht, sahen gut aus, aber irgendwie dieses Jahr hat das nicht so geburnt. Nun ja, was soll's, nicht wahr? Ich will ja was lernen, von daher werden wir nicht tun und lachen, sondern jetzt ganz einfach machen und das Ganze jetzt in ein Substrat. Ich weiß allerdings auch nicht welches, weil es gerade spontan. Ich hatte was ganz anderes vorzufilmen. Wenn wir jetzt spontan ein Substrat auswählen, wo wir es hineinpflanzen, das Wichtige ist, es soll mineralisch sein. Es soll keine Nährstoffe enthalten, noch nicht. Müssen wir aber später auf jeden Fall machen, um die Pflanze zu versorgen, da wir ja nun mal nichts anderes machen. Nicht mit Fischfutter, so ein Krimskrams. Ne? Kann man machen, funktioniert, machen andere auch. Super toll, mache ich nicht, weil das ist mir zu viel Tamtam. So, ich will es anders versuchen. Ja, dann mineralisch ohne Nährstoffe. Ja, der pH-Wert spielt erstmal keine Rolle. Weil, ja, ich habe jetzt kein mineralisches Substrat, wo ich den pH-Wert wirklich senken kann. Wir können pH-Minus nehmen, können damit den pH-Wert senken. Auch das werden wir erstmal noch nicht machen. Weil ich schon gesehen habe, dass Pflanzen auch in einem pH-Wertbereich wachsen. Auch sehr gut wachsen, der relativ hoch ist, also im neutralen Bereich, sagen wir es jetzt mal. Ja, also keinen niedrigen pH-Wert, wie wir es im Moor haben, sondern dementsprechend einen neutralen pH-Wert von 7 plus minus etwas und da wachsen die Pflanzen auch drin. Von daher werden wir das so angehen. Ja, wie gesagt, das ist ein Versuch, mal gucken, was so möglich ist im Reich der Pflanzenwelt. Nicht wahr? Nicht alles nach Literatur und was der Doktor sowieso gesagt hat, sondern wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, als allererstes müssen wir dazu jetzt erstmal das Pöttchen hier herausnehmen und mal gucken, wie wir dann das Ganze umpflanzen. Das heißt, müssen Sie auch rausnehmen, wenn dann sehen, wie das Ganze hier im Glas aussieht, also die Wurzeln aussehen. Vielleicht kommen wir da auch zu einer Erkenntnis, die wir jetzt so öffentlich offen noch nicht sehen können. Ja, es bleibt spannend im Reich der Pflanzenwelt. Die Thematik ist riesengroß und macht so viel Spaß, könnt ihr mir glauben. Am liebsten würde ich mir jetzt nach draußen gehen. Auch da gibt es wunderschöne Sachen wieder zu sehen, aber es ist zu windig heute und nun ja, mir geht es heute nicht ganz so gut. Von daher werde ich das jetzt hier in Ruhe mal machen. Dann fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen. Und holen das Schätzchen jetzt hier heraus. Mal gucken, inwieweit wir das überhaupt hinbekommen, wie das Ganze ausschaut. Ich will das mal vorsichtig lockern hier mit dem Stab. Das ja, machen wir heute dann zum ersten Mal gemeinsam. Von daher lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze hier in der Erde ausschaut. Letztes Jahr sind sie ja wunderbar gewachsen, aber dieses Jahr, wie gesagt, jetzt hat es knack gemacht. Das war nicht so gut. Ich würde sagen, ich lockere mal bis nach unten noch so ein bisschen auf hier am Rand. Und dann hebeln wir das Ganze oder kippen das Ganze. Oh, es kommt schon hoch. Okay, komm. Ich nehme das einfach mal auf die Hand. Kipp das Ganze um. Pupp. Pupp. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Aber so langsam.
langsam. Jawohl, so. Okay. Pass mal auf. Okay, riecht okay. Neutral, alles super, alles wunderbar. Das jetzt mal vorsichtig. Das ist also nass bis unten hin. Ja, ich würde sagen, Wurzelwachstum ist soweit. Ja, ist das okay oder nicht? Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe da keine Erfahrung mit, ehrlich gesagt, noch nicht. Aber ich würde sagen, das sieht auch gut aus, oder? Eigentlich. Okay, Wurzelschnitt werden wir hier auf keinen Fall machen, das steht schon mal fest. Um die paar Wurzeln jetzt hier da sind, nicht zu verletzen. Ja, also. Ich würde sagen, ich spüle den Kandidaten oder die Pflänzchen, das sind ja mehrere, erstmal sauber. Das heißt, Moment mal, wir werden nur eine reinpflanzen, würde ich sagen. Die andere, ja, genau, wir nehmen nur eine und die anderen ziehen wir eben auseinander ein bisschen. Mal gucken, welchen wir da uns von auswählen. Ja, okay, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Pflänzchen und einen davon werde ich mir gleich aussuchen. Und die anderen, die werde ich erstmal vorsichtig wieder mit Erde bedecken. Welchen nehmen wir denn jetzt? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ach, spielt keine große Rolle eigentlich. Komm, legen wir die erstmal wieder hier hin. Bedecken wir wieder mit Erde, damit sie uns nicht austrocknen. Also die Wurzeln, ne? Die Pflanze selber natürlich nicht, ganz klarer Fall. Okay, komm. Dann sind die jetzt noch schön feucht eingepackt hier. Und dann schauen wir mal, wie wir mit dem hier weiter vorgehen. Aber erstmal will ich den jetzt ein bisschen sauber spülen. Ganz kurz vorab, wir haben hier reines Wasser, Osmosewasser, pH-Wert liegt bei 6,7, 6,6, so um den Dreh. Hier haben wir reines Wasser, Osmosewasser, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche ungefähr hier reingepackt und hier haben wir pH-Wert von 7,3. Jetzt kommt das Interessante, ich beeile mich, keine Angst. Wir haben hier BIMS, pH-Wert 7,3. Wir haben hier Vulkatec-Erde, pH-Wert 7,3. Wir haben hier Steinwolle, pH-Wert 7,3. Und wir haben Lavagranulat und dieses Lavagranulat hat einen pH-Wert von 8,1. Also hat das Lavagranulat, das ist dieses schwarze, das hat also mit den höchsten pH-Wert interessanterweise. Das nehmen wir jetzt einfach so mal mit. Okay, dann hatte ich noch eins. Pass mal auf, ach, das habe ich noch gar nicht gemessen, sorry. Weil ich wollte das ja eigentlich mal ganz schnell hier machen. Pass mal auf, ich werde das einfach nochmal hier ins reine Wasser packen. Das wird jetzt allerdings ein bisschen dauern, denke ich mal. Ich hoffe es nicht so. So, ich stelle das hier einfach mal rein und mal gucken, was wir hier im Sand für einen pH-Wert erzielen. Ja, auch 7,3. Also, alle gleichwertig in dem Sinne, außer halt das Lavagranulat. Das heißt im Klartext, wir werden das Ganze jetzt voraussichtlich in Vulkatec-Erde pflanzen. Jetzt wird's lustig. So, packen wir das Ding hier einfach mal aus. Ohne viel Tamtam. Ich meine, das kennen wir ja alle schon von dem großen System. Und da ist das also nicht das Problem. So, hier haben wir Erde bei. Ups, die werden wir nicht verwenden, denn die ist aufgedüngt. Die können wir dementsprechend nicht dafür nehmen. So, ganze kleine Dünn hier raus. Ja, ich würde sagen, ich wasche das einmal kurz sauber für den Fall, dass hier irgendwas drin ist, was nicht drin sein soll. Und dann würde ich sagen, ja, das mache ich jetzt mal erst. Ich spüle das mal eben mit reinem Wasser sauber. Ob wir dann alles so richtig machen hier. Nun ja, schauen wir mal. Also ich habe das Innenleben jetzt hier mal stehen. Dann geht das mit dem Einpflanzen einfacher, denn wir müssen das Ganze einmal durchspülen gleich. So, jetzt haben wir hier die schöne lange Wurzel. Ja, die sollten wir nicht abschneiden, denke ich mal. Und von daher werden wir jetzt einfach hier vorsichtig hineinlegen. Das Ganze, ja, vorsichtig knicken, nicht brechen die Wurzeln. So, halten wir das Pflänzchen einfach mal so nach oben. Und dann füllen wir das jetzt auf. Das Substrat ist jetzt trocken hier, dann lässt es sich einfach besser verarbeiten, beziehungsweise mitarbeiten, sagen wir es mal so, nicht wahr? Und dann werden wir das Ganze gleich nicht nur angießen und Wasser hier hineinfüllen ins Reservoir, sondern das Ganze auch dementsprechend spülen, damit der feine Staub, die feinen Bestandteile alle hier herauskommen. So. Ja, Trecker. Lass uns überraschen. Das ist wie gesagt jetzt spontan so entschieden. Und ob das dann so funktioniert oder nicht, werden wir natürlich im Laufe der Zeit sehen. So, das Ganze werde ich jetzt spülen.
natürlich nicht so hier auf dem Tisch, sonst plüdere ich mir alles voll, damit wir, wie gesagt, die feinen Bestandteile hier alle herausspülen. Das können wir also kräftig machen, so lange, bis das Wasser richtig sauber ist anschließend. Und das würde ich sagen, mache ich jetzt mal Justus alleine hier zu Ende. Ich habe das Ganze jetzt schon ein paar Mal geflutet, 5 Mal insgesamt. Ich werde es jetzt noch einmal machen, also so lange, bis das Wasser oben steht, um das Substrat also richtig durchzuspülen, ja, und alles so herauszuholen, was nicht drin gewollt ist. Denn wir hatten anfangs einen Mikrosiemenswert von 200 und wir sind jetzt gleich bei, müssen wir mal gucken, wir werden gleich gemeinsam einmal kurz messen. Ich habe das Ganze immer so 2-3 Minuten stehen lassen, mache ich jetzt dieses Mal nicht, so, damit das hier ein bisschen flotter geht. Ja, ob man das machen muss oder nicht, ist eine andere Sache. Ich mache es jetzt einfach mal, um halt den Mikrosiemenswert so weit wie möglich runterzubringen, damit wir auch gegebenenfalls dementsprechend natürlich düngen können, nicht wahr? Denn wenn der Wert schon hoch ist, wird das ein bisschen schwierig. So, wir haben jetzt hier einen Wert von ja, knapp 30 Mikrosiemens. Also das ist dann jetzt soweit okay. Ich werde das Wasser nochmal weggießen. Dann stellen wir das Ganze hier wieder rein. Und wenn wir das jetzt so lange gießen mit reinem Wasser, man kann sicherlich auch Regenwasser nehmen, wenn man möchte, aber ich mache es nicht aus ja, verschiedenen Gründen. So, das Ganze füllen wir jetzt bis auf Maximum auf und werden das Ganze dementsprechend natürlich immer wieder mal nachmessen und mal gucken, wann wir dann tatsächlich anfangen zu düngen. Aber dazu muss ich das Ganze erstmal beobachten. So, das war es jetzt dazu. Klartext. Wir müssen jetzt beobachten, was hier so passiert. pH-Wert. Ich denke mal nicht, dass wir den jetzt messen müssen. So, ich lege den mal vorsichtig an hier. So. Stelle das mal rein. Steht jetzt eine Pfütze drin von etwa, keine Ahnung, 5 cm oder so. Ja, das wird jetzt wieder ein bisschen länger dauern. Ich lasse das mal eben just hier stehen und dann sage ich euch gleich den Wert. So, dann halten wir es jetzt mal gemeinsam fest. Wir haben das etwa 5 Mal komplett gespült, das Ganze. Und jetzt sind wir tatsächlich bei 33 Mikrosiemens, pH-Wert 6,7. Ja, das ist jetzt also dann tatsächlich so, wie wir es erzielen können, erreichen können. Das sollte jetzt dementsprechend okay sein. So, dann kommt das Schätzchen jetzt dort wieder hinein. War das jetzt eine Hampelei hier? Aber nicht wahr? Learning by doing. Okay, so. Das Ganze lassen wir dann, wie gesagt, jetzt so stehen und werden es gemeinsam weiter beobachten. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal mit unseren Messgeräten kurz nochmal zum Moor. Der pH-Wert liegt jetzt hier bei 6,4, der wird aber noch weiter sinken. Das ist ja noch nicht ganz so lange her, das ist jetzt ungefähr 1,5 Stunden. Und hier haben wir einen Mikrosiemenswert von ja, auch knapp 20 Mikrosiemens. Also auch hier hat sich noch nichts verändert. Das werde ich heute Abend oder morgen früh nochmal messen und dann werden wir das Ganze wieder düngen hier. Das war so, ja, Pi mal Daumen, ja, 50 bis 80, vielleicht auch 100 Mikrosiemens hinbekommen. Aber wie gesagt, da müssen wir noch warten, bis die Werte sich dementsprechend einpennen. Das kann auch durchaus dauern, denn die Salze müssen erstmal bzw. Nährstoffe aus dem Substrat ins Wasser übergehen. Das wird ein bisschen dauern. Ja, also das klappt soweit schon mal ganz gut mit dem Düngen des Moores. So, pH-Wert, wie gesagt, der wird sich auch noch verändern. Ich werde das heute Abend oder morgen früh nochmal messen. Ich denke eher morgen früh mal einen neuen Film machen oder wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Ich werde euch das dann zeigen. Und da bin ich ganz kurz nochmal zum Abschluss. Das war jetzt interessant mitzunehmen, die ganze Geschichte. Ob das funktioniert oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich versuche irgendwie einen Weg dorthin zu finden, dass uns das gelingt. Was denkt ihr? Könnte das so funktionieren oder nicht? Ich denke mal, den Mikrosiemenswert haben wir jetzt soweit runtergebracht, das ist okay. pH-Wert müssen wir gucken, wie der sich jetzt einpendelt dort im Substrat. Das werde ich also auch regelmäßig nachmessen und gegebenenfalls euch das dann mitteilen, was sich dort verändert und wie. Und ich werde euch sagen, wann wir anfangen zu düngen. Dementsprechend mit Karnivorendünger. Bei dem Moor ist mir gerade eingefallen, wir haben das Wasser jetzt hier hineingegossen. Über diese Wurzel ist es hineingelaufen, das ist soweit okay. Um das besser messen zu können, habe ich mir jetzt gedacht, sollten wir vielleicht hier hinten am Ende eine Grube graben, nicht wahr? So tief wie das Gefäß ist, und dort dann dementsprechend messen, also nicht das Wasser da reingießen, sondern das Wasser hier reinlaufen lassen und dann dementsprechend dort mal messen, inwieweit die Werte dort gegeben sind. Wenn ihr möchtet, dann machen wir das auch gemeinsam. Das könnte tatsächlich interessant sein, vor allem zu erfahren, ob die Werte gleich sind wie im Teich, wenn das Wasser frisch auffüllt in dem Sinne. Weil die Werte wahrscheinlich anders sein werden, logischerweise. Aber auch wie die Werte sich so einpendeln im Laufe der Tage, das könnte auch interessant sein, um das mal mitzunehmen. Nicht, dass man, ich sag's mal so, nur im Teich misst und denkt so, ja, wir sind bei 50 Mikrosiemens, 100 Mikrosiemens ist okay. Und hier hinten am Ende haben wir dann vielleicht, keine Ahnung, 500 oder hast du nicht gesehen, weil die Nährstoffe sich dort ansammeln, wobei das natürlich Quark mit Soße ist. Also Nährstoffe lösen sich eigentlich im Wasser und gehen eigentlich überall hin. Aber nun ja.
Wenn ihr möchtet, machen wir das auch gemeinsam. So, meine Lieben, war ziemlich aufregend jetzt, ehrlich gesagt. Ist ganz anders gelaufen, als ich mir das gedacht habe. Aber nun ja, mal sehen, ob es dann dementsprechend funktioniert. Beim Fettkraut hat es funktioniert und das ist schon mal genial, dass es soweit hiermit klappt. Und mal gucken mit den Sonnentaufpflanzen, ob das dann auch klappt. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, heute freuen wir schon viel Spaß mit Pflanzen. Und was ihr sonst noch so macht, das ist so mega cool. Tja, die Chili. Es ist so ein cooles Teil, zeige ich jetzt einfach mal so, weil sie hier halt steht, nicht wahr? Ja, ich würde sagen, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald im Reich der Pflanzen, der unendlichen Möglichkeiten, sich im Haus etwas zu gestalten. So, bis dahin. Ciao, ciao. Ja, so, ich habe meine ganzen Flaschen alle liegen für den Winter. Okay, man muss ja so ein bisschen was sammeln, ne?